Hallihallo, weiter geht's hier mit den Folgen. Was hatte ich denn gemacht? Kann man mal nachschauen in den Statistiken. Ich bin bei 4,95. Also, was habe ich gemacht? Ich habe ein bisschen hier ja, das angeglichen, diesen Limestone hier entfernt und Gras reingesetzt, weil es mir besser gefällt. Und das hier drin, habe ich mir gedacht, werde ich auch auf Marmor irgendwann ausbauen. Der Altar ist immer noch auf 42. Ich hatte mittlerweile mir einige dämonische Tafeln gemacht. Die brauchen ja ewig, wenn man das mal sich so anschaut. Die dämonischen Tafeln, die brauchen 15.000. Dann brauche ich hier nochmal die 5.000 für den Erfüllten. Das sind schon 20.000. Dann brauche ich nochmal, sind 22.000. Also ich brauche 23.000 Blut pro dämonische Tafel. Und die dämonischen Tafeln brauche ich einfach für dieses Tier 5 Säul hier. Und auch noch Elementium, das ist auch nicht so schwer, das mache ich so jetzt mal zeitnah. Allerdings muss ich jetzt wirklich, wenn ich Tier 5 Säul haben möchte, langsam aufsteigen, weil bei Tier Säul 5 bekomme ich, ja, Vibrant Alloy habe ich gelesen, brauche ich. Elementium ist auch nicht schlecht, Diamanten ist klar. Oh, Emeralds kriege ich. Unstable Seeds, weiß ich nicht, aber das ist jetzt wichtig. Wither Skeleton Seeds. Und das wird wieder so ein Mega-Rezept, wo ich sage, ach Leute, und ich habe keine Wither-Schädel und ich muss schauen, dass ich die irgendwo herbringe und werde mich noch vor eine Herausforderung setzen. Hier hatte ich alles gemacht, alles geclaimed. Die unten, die mir fehlenden Seeds habe ich jetzt auch alle auf 10 gemacht hier. Und bei den Guardians, ja, die werde ich wahrscheinlich auch wieder so machen wie jetzt gesagt. Allerdings brauche ich hier diese Scherben. Die kann ich über die Mana-Infusion herstellen, habe ich gesehen. Mit einem Netherquarz. Ich mache das jetzt mal geschwind, weil ich es einfach wissen will. Wie viel Mana der zieht hinten und ich glaube, wie viel habe ich da gebraucht? Ich mache mal 16. Und ich werde mir aber allerdings. Achso, da hinten ist noch was passiert. Ach, da wo ihr die drei Spreader seht, da hinten. Aber vorher muss ich hier unten mir den Block rausholen. Weil ich festgestellt habe, dass dieser Diluted Mana Pool einfach zu schlecht ist. So, mal meinen Ring wieder anziehen. Und den setze ich jetzt einfach mal da runter, weil hier habe ich genug Mana drin. Und so kann ich nämlich dann mal das Netherquarz reinwerfen. Ich hoffe, das geht alles. Okay. Dann machen wir es halt auf diesen Weg. 16 Stück. Und als nächstes brauche ich noch die Prismarinteile. Die bekomme ich. Oh, da muss ich noch mehr machen. Ich würde sagen, da werfe ich jetzt mal 8 Stück von den Scherben da rein. Ach, wisst ihr was? Ich mache gleich mal 16 und hole mir noch ein bisschen Quarz und mache da auch 16, weil ich denke, ich brauche 16 Stück. Das Einzige, was ein wenig stört so an den Blöcken hier, ist dieses blecherne Geräusch hier. Und zu dem da hinten komme ich gleich. So, schnell mal die noch reinwerfen. Okay, jetzt kann ich mir dann quasi schon mal hier diese Chunks hier stellen, weil das ist wieder der übliche Weg. Ich muss alles wieder machen, quasi rot und so. Den ganz üblichen Weg, den ihr ja schon so oft gesehen habt, den will ich ehrlich gesagt gar nicht mehr weiter erklären. Und zu den Gastseeds, da komme ich auch noch, weil ich brauche Gasttränen und ich, wie ihr wisst, war ich noch nie im Nether. Und auch hier sagt er mir, wenn ich jetzt Schwarzpulver nehme, dann funktioniert das auch. Schwarzpulver ist natürlich mega, weil es ist alles so billig. Dann hole ich mir mal schnell welches. Machen wir mal auch nur 16 Stück, weil ich weiß gar nicht. Die werden nicht reichen hier, aber es macht ja nichts. Aber auf jeden Fall bekomme ich jetzt dann hier so meine Gastrinnen und kann dann später quasi die anderen Sachen alle machen. So, hier ist folgender Bereich entstanden und zwar, Moment, ich muss noch was holen. Schnell mal mein Buch von Botania. Und meine Blümchen muss ich holen, die ich mir gemacht habe. Achso, ich habe mir übrigens diesen Mana Blaster gebaut.
Den kann ich mal eingeben. Allerdings, ja, muss ich sagen, der taucht nicht so richtig eigentlich. Ne? Zwei Lebeholz, ein Redstone-Mana-Verbreiter, TNT und die Mana-Rune. Redstone-Verbreiter geht ganz normal so. Ich kann nicht mehr schießen und der zieht mir dann unten von meiner blauen Leiste, die ihr seht, ist meine Mana-Leiste, dann zieht er mir was ab. Allerdings ganz, ganz wenig. Also lädt ganz, ganz wenig auf. Hier drüben habe ich meine ganzen Runen. Ich weiß nicht, ob ich die letztes Mal schon gezeigt habe. Da fehlen mir zwei. Achso, ja, die habe ich musste ich leider verbraten für die Blumen, die ich wohin gelegt habe. Hier. Also, um später mit Gaia fertig zu werden, hatte ich mir diese drei Blumen gebaut. Und zwar einmal die Beldon. Ich hatte sie mir zwar rausgelegt, aber die ist jetzt leider nicht mehr hier. Das waren die falschen Blumen. Ich brauche die funktionierende Flora. Beldorn sagt er, dass eben ist also ist, mich greifen die Monster quasi nicht an damit. Die bleiben fern. Dann hatte ich diese Engelsblüte noch gemacht. Die heilt mich mehr oder minder ein bisschen. Oder halt, wo habe ich es denn unten stehen? Auf jeden Fall heilt die mich, er regeneriert mich hier. Da steht's. Und dann hatte ich mir noch diese. Wo ist er? Diese kleine grüne. Moment, die ist bei den anderen Blumen. Welche habe ich mir jetzt da noch gemacht, Leute? Die Engelsblüte. Ach so, die Banbeere. Entschuldigung, die war nicht grün. die war. Die da habe ich gemacht und zwar sagt die aus, dass kein Monster an mich rankommt quasi. Ich schütze mich damit und diese Beldornblume, ja, die brauche ich einfach so. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich später Gaia mache, weil ich hatte das schon mal ausprobiert, da ich ein bisschen Regrowth gespielt hatte, natürlich ohne Videos. Und da hatte ich mir dieses Setup gebaut. Die Mana-Spreader hier oben, ja, der ist jetzt noch nicht mal halb voll. Muss ich auf jeden Fall noch auffüllen. Ich würde dann nämlich diese drei da herstellen. Die drei hier. Mal da reinschauen schnell. Dann einmal quasi diese Panbeere, dass mir kein Monster zu nahe rückt. Und diese Engelsblüte für die Regeneration. Hier rein kommt noch ein Block hier. Der fällt dann weg, habe ich jetzt automatisch springen an. Nee. Und der kommt noch weg, weil ich stehe dann hier unter Dach, quasi direkt hier auf dem Mana Pool. Und da soll ja das Leuchtfeuer hin. Und da möchte ich dann mit meinem, ja, mit meiner Terra-Klinge, die ja diesen schönen Strahl hier wegschickt, das Monster besiegen. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieser Bau hier hinten, oder dass hier allgemein diese festen Blöcke stören könnten. Ich habe das mal irgendwo gelesen, dass wenn hier das Leuchtfeuer ist und man einen Terra-Stil reinwirft, Gaia kommt und Gaia möchte keine, er möchte sich nicht eingesperrt fühlen, sagen wir es mal so, oder drücken wir es mal so aus. Gut, deswegen ist das bereits vorbereitet mit dem Leuchtfeuer. Ich muss schauen, echt schauen, ob ich das jetzt mir mit Vote Iron mache oder nicht. So, hier ist auch noch einiges entstanden, weil wenn ich dieses Bretter hier lade, dann schießt dann was rüber. Also man bekommt auch Smaragd, wenn man das so macht. Und das andere hat man ja schon alles gesehen. Genau, ich warte auf jeden Fall ab, bis das alles voll ist und dann ist gut. Zu dem Kuchen noch. Da ich auf dem Server spiele, ist es mir nicht möglich, mit diesem Kuchen ins End zu gelangen. Da ich alles über diese Seeds machen soll, hatte ich mich mal erkundigt, weil hier gibt es dann auch dieses Drachenei-Seed und so weiter. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nie ins End kommen. Ist mir eigentlich auch recht, weil ich mag diesen Drachenkampf eigentlich auch nicht. Ah, das wollte ich vermeiden. Hab's extra dahingeschmissen. Gut. Ah ja, hier habe ich weitergemacht mit den einfachen. Habt ihr das schon gesehen? Ne, warte mal, das waren die 4, 3. Die 2er weiß ich gar nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Hier hatte ich mir mal dieses Chicken angepflanzt. Einmal hier und einmal hier, damit ich einmal Federn und einmal Eier bekomme. Wolle, Leder und dann die Spinnenaugen nochmal für Fäden. Mehr brauche ich eigentlich hier nicht und es läuft rund. So, da muss ich noch anpflanzen. Aber in der Folge würde ich jetzt gerne oben mit
halt das falsche Kiste, mit dem Aufbau oder mit dem Altar gerne weitermachen, den ich nämlich benötige für ein Schlüsselbein noch, für meinen Tier 4 Soil. So, mal wegmachen hier das Ganze. Wo ist jetzt mein Schlüssel? Hier. Dazu nehme ich mir mal ein paar Stacks von dem Zeug hier. Und nachdem ich dann geschlafen habe, geht es da oben weiter. Beziehungsweise, bevor es weitergeht, würde ich mir gerne den Altar mal rauslegen. Vielleicht kann ich den direkt schon bauen. Von Astral. Gebe ich mal Astral ein. Ich sehe, das ist jede Menge Sachen, wo man hier machen kann in Astral. Da werde ich mich auch mit befassen, weil hier kann man zwar auch Lichtwand machen und da muss ich mal schauen, was es noch so gibt. Interessiert mich auf jeden Fall auch dieser Mod. Und ich brauche aber jetzt, bevor ich jetzt mir alles durchschaue und gehypt bin, diesen einfachen Altar. Schauen wir mal, wie der geht. Ich brauche also eine Werkbank, Marble, Blutkugel des Magiers. Blutkugel des Magiers. Reicht ja eine normale aus, oder? Blutkugel des Magiers? Des Meisters. Oh. Sag bloß, ich komme da nicht hin. Das wäre ja noch dummer. Nee, Erzmagier, Meister. Magier, okay, das ist die grüne, die hätte ich. Dann nehme ich die. Schmeiß mir das mal da rein. Dann nehme ich mal hier 2, 4 Chiseled. Und jetzt muss ich noch mal nachschauen, wie dieses Smoky-Zeug geht. Aber ich vermute mal, da brauche ich Kohle. Also ich brauche ganz normale, ja, Marble und Kohle. Dann baue ich mir mal da welche. Das war wieder der andere Altar. Den einfachen brauche ich. Den einfachen brauche ich. Habe ich mich jetzt wiederholt? Okay, pass auf, da mache ich mal. Ich mache mal 32 und baue mir jetzt einfach mal diesen einfachen Altar. So, und hol mir mein Buch, mein Astralbuch, weil mir hier gesagt wird, dass ich den höher anbringen soll. Je höher ich nehme, umso besser. Und ich will jetzt mal hier unten testen, wenn ich den aufstelle und reinschaue. Da passiert gar nichts, ne? Da habe ich kein Sternenlicht hier unten. Da muss Sternenlicht sein. Und deswegen gehe ich jetzt mal nach oben. Ich habe hier mir ein Home gesetzt. Das wird natürlich dann wegkommen. Und jetzt schaue ich hier mal rein. Ah, okay. Ich bekomme ein bisschen Sternenlicht. Das ist mir immer noch zu wenig. Aufgrund dessen ist mir eingefallen, ich habe diesen Engelsblock. Wenn ich den dann da oben ansetze in der Luft, beziehungsweise ich stecke mich hoch und würde gern auf. Ich gehe mal hoch. Ich nehme mal jetzt leider. Ich wollte eigentlich Erde nehmen. Habe ich auch da. Und ich baue das jetzt oberhalb der Mobfarm. Und zwar gehe ich jetzt einfach mal auf, keine Ahnung, und setze mir dann einen Homepunkt da oben hin. Ich würde mal sagen, ich gehe mal gleich auf 120. Und setze dann da oben meinen Astral hin. Der hängt zwar dann ein bisschen in der Luft. Allerdings ist mir das dann erst einmal egal. Na komm her. So, so. So. Ach so, da muss ich mich wieder runtergraben. Blödsinn, was ich jetzt mache. Und? Na, das bringt mir fast gar nichts, oder? Boah, das hat mir fast gar nichts gebracht. Wisst ihr was? Das teste ich direkt aus, indem ich noch weiter hochgehe. Ich meine, bis 256 kann ich ja gehen, allerdings gehen wir mal auf 140. 140, was sagt er mir da? Also über den Strich sollte er schon kommen. Ich teste es nochmal weiter aus. Jetzt habe ich keine Erde mehr, das also macht nichts. Dann klopfe ich mich halt nach unten. Ich gehe noch höher, weil ich soll nah an den Sternen sein. Jetzt gehen wir mal auf 160. Das ist natürlich schon arg weit oben. So, schauen wir mal, was jetzt passiert. Komme ich über den Strich hier drüber? Ja, ich komme tatsächlich fast bis zur Hälfte. Und? Das sehe ich ja nicht mehr meine Welt, Leute. Schaut mal runter. Dann gehen wir noch höher. Ist egal. Dann gehe ich jetzt mal glatt auf 200.
falls meine Steine reichen überhaupt. Und dann schauen wir mal, wie es da ausschaut mit dem Licht. Und letztendlich muss man die Station ja auch nicht sehen hier, wenn die verschwindet. Also momentan sieht es aus, als wenn ich direkt neu anfange. So. Ja, ich denke, das reicht aus. Über die Hälfte. Ja, ich bleibe hier oben. Jetzt versuche ich nur mal hier nicht zu sterben, indem ich, wenn ich ihn da so ran baue. Und setze mir dann gleich noch ein Home da oben hin. Ein bisschen breiter noch machen den Spaß. Ich hoffe, meine Steine reichen. Ja, schaut so gut aus. Da unten sieht man keine Welt mehr. Das ist ja auch lässig. Aber dann sehe ich das hier oben ja auch nicht. Kein Problem. Ich stelle jetzt auf jeden Fall den Altar erstmal dahin. Und halt, fast das Wichtigste vergessen. Set Home A für Astral. Okay, das kann ich machen. Und das würde ich mir auch gleich hier ins Minimap reinlegen. Astral. Da suchen wir uns ein Bild aus. Ach, übrigens, das ist das Main-Menü, falls ihr das nicht kennt. Das ist, also ich benutze es ziemlich gern, wenn ich viele Home-Punkte mir setzen kann. Home A. Fertig. Fertig. So, probieren wir das mal aus. Hier gehe ich rein, wähle Astral und lande hier. Genau, dann kann ich hier das nämlich schön wieder abklopfen. Den Block da oben setzen. Ich mache das jetzt, bis ich unten bin und melde mich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Da oben sieht man meinen Tempel. Ich werde mal ausprobieren, wenn ich hier einen Elevator setze, ob ich da hochkomme. Weil ich meine, das sind schon mächtig gewaltig an Blöcken. Und das mache ich jetzt direkt einmal. Weil ich habe einen Homepunkt. Und besser wäre es, wenn ich mir einen Elevator nehme. Auch einen habe ich noch. Aber ich möchte mir gerne dann noch einen bauen. In weiß. Was, habe ich keine Steine hier drin? Komm her auf. Nee, was brauche ich denn da? Ich brauche doch. Steine waren es jetzt, oder? Ah, habe ich die schon wieder eingesammelt, verdammt. Nee, das war doch Wolle, oder? Was ich brauche doch Wolle hier. Wolle. So, Stein, 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 Stein. Den brauche ich auch nicht. So, Elevator. Sag ich doch, Wolle brauche ich doch hier. Was macht denn ich für einen Müll? Das setze ich jetzt direkt, aber wie komme ich dann da hoch? Da müsste ich mich ja auch nach oben pushen. Mit einem Aufzug. Und das macht jetzt erst einmal nichts. Ich gehe mal nach oben. Würde mir direkt hier in der Mitte mal diesen. In der Mitte ist vielleicht blöd. Fällt mir gerade ein. Vielleicht müsste ich das ein bisschen daneben machen. Weil sonst lande ich ja oben auf dem Altar. Beziehungsweise ich würde das sogar. Habe ich so eine breite Plattform gemacht? Ja, ich glaube schon. Ich würde das jetzt mal hier hinsetzen. Mal schnell markieren. Und dann einmal nach oben springen und schauen, wo ich hin muss. Halt. Okay, ich war natürlich doof, weil ich das nicht gesetzt habe hier unten. Doch, habe ich doch. Ich habe jetzt drei. Ach, ich habe einen Marmorblock gesetzt. Alter Schwede. So, schauen wir mal, ob das ausreicht. Oh, tatsächlich. Ich komme tatsächlich von da unten nach hoch. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Das ist natürlich schön, weil. Gut, da muss ich jetzt natürlich. Okay, da muss ich jetzt natürlich schnell noch was außenrum bauen, weil ich kenne mich, wenn ich das vergesse, dann stürze ich da außenrum. Deswegen noch eine Plattform außenrum. Wahrscheinlich brauche ich dann sowieso Licht hier oben auch noch. Habe ich wieder nicht eingeschaltet, den ganzen Spaß. Und ich würde dann direkt, bevor ich. Bevor ich. Ne, das können wir nicht. Bevor ich dann weitermache, würde ich jetzt gerne trotzdem die anderen Altare erstmal bauen, um mit dem Fünfer-Säul anzufangen. Gut, erstmal einschalten, ob ich Licht brauche. Oh ja. Oh ja, wo ist mein Stäbchen? Ui. Ui. Da muss ich schnell mal schauen, wo ich den abgelegt habe. Stab. Boah, wo habe ich den abgelegt? Wo habe ich denn jetzt mein. Sag bloß, den habe ich jetzt ins System. Wie hat das geheißen? Stuff? Ja, tatsächlich. Den habe ich tatsächlich hier reingelegt. Mache ich nie. So, dann gehen wir trotzdem mal direkt hier zum Astral, damit ich. Hier mal ein bisschen
mich beleuchten kann, obwohl ich ganz oben an der Sonne bin. So, ich denke, den Altar werde ich wieder brauchen, um einen besseren zu bauen. Man sieht ja, ich würde jetzt eigentlich hier weitermachen wollen mit allem, aber ich schaue jetzt mal, wie weit ich komme, um diesen benötigten Celestial-Altar herzustellen. Okay, da brauche ich schon Rockcrystal und den anderen. Da brauche ich Aquamarin, habe ich Stardust, das bekomme ich. Das habe ich alles unten. Das ist eigentlich so gar nicht so schwer und der muss stehen bleiben, sehe ich. Gut, dann würde ich sagen, eine Runde schlafen. Wo sind wir denn? 20 Minuten. Lol. Jetzt muss ich mir mal schnell den Rockcrystal holen, weil ich habe diese gar nicht, sondern ich habe nur diese, also Star-Metal. Ich nehme mal hier mal ein paar raus. Und Rockcrystal nehme ich mir auch mal ein paar raus. Die werde ich wahrscheinlich erstmal zertrümmern müssen. Ich mache das jetzt mal einmal so manuell. Da bekomme ich zwei Stück raus. Und dann würde ich das gerne mal unten in der Mühle probieren. In der Sackmill. Wie viel ich da raus bekomme. Ach, das geht gar nicht. Okay. Und im Alloys Melder geht es auch nicht wahrscheinlich. Nee. Okay, aber das kann ich zu Staub malen, oder? Ui. Okay, wie komme ich jetzt an den Staub? Das ist natürlich jetzt wieder. Ach komm. Sackmill steht auch hier, aber nee, das ist was anderes. Ach, ich muss mir diesen Grinder basteln, dieses Teil hier. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet hier unten. Mit dem Grindstone. Ja, das ist ja alles billig. Hätte ich mir unten bauen können, ne? Ich hält. Ich suche mir da mal raus schnell. Oder ich gebe ihn direkt ein. Komm. Grindstone. Dann baue ich mir den schnell, weil das ist ja überhaupt. Ich bin doch hier drin, oder? Ach, das geht über den Table. Eieiei. Also gut, da muss ich Material mit hochschleppen. Sticks. 1, 2. Holz, denke ich, wird jetzt Holz gehen. Und stimmt ja, ich muss ja das alles im Altar machen. Einen Marble. Ne, der will Dark Oak. Der will unbedingt Dark Oak. Oh, da weiß ich nicht, ob ich welches habe. Da habe ich keines. Dark Oak. OA. Okay, das findet er. Da muss ich Schwarzeichen eingeben. Schwarzeichenholz. Das craftet man nämlich so. Da muss ich mir mal welches machen. Dann habe ich die Sticks, das brauche ich nicht. Marmorsäulen kann ich oben machen. Den Altar habe ich oben. Gut, ich teste das jetzt einfach mal aus. Ich gehe direkt hoch. Schau noch mal, wie das geht. Grind. Also Marble Pillar. Zwei, da kann ich doch jetzt Brett nehmen, verdammt. Okay, also ich habe jetzt zwei Sternchen hier. Dann machen wir hier das komplette Holz. Das war hier. Und in der Mitte ein Marble. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Das geht auch. Ach, wisst ihr was? Ich brauche diese Wand noch. Diese. Wow, wo habe ich mir die hingelegt? Die habe ich schon gebastelt. Da hier ist diese Resonating Wand. Und dann muss ich Rechtsklick machen, genau. Ein bisschen was an Energie verloren und direkt wieder gesammelt. Ich bin mit dem mal herstellen und jetzt hier. Ach, das geht ja schnell. So schnell geht es gar nicht. Vor allem, ich sehe die Animation nicht. Ich sehe das nicht, ob das ist jetzt sich verwandelt, weil der blöd steht hier. Deswegen mache ich jetzt hier mal da ein paar so. So, jetzt steht es doch schon wieder so. Kann man gar nicht anders da anbringen, oder? Ah, verdammt. Nö, dann wenn das so ist, dann kommst du daher, weil ich möchte mal sehen, wenn ich jetzt hier was mache. Ja, das dauert aber ganz schön lange hier.
Dann nehme ich dich wieder raus, nehme einen neuen. Eieiei, wie viel brauche ich denn hier? 4 Stück reichen doch schon, oder? Für den anderen Altar hier. Den brauche ich doch gar nicht momentan. Oh, ich brauche Starlight. Okay, ich muss also quasi trotzdem dieses Teil hier bauen, um weiterzukommen. Dann mache ich das doch. Wenn er das mir sagt, dann würde ich das hier gerne bauen. Ad Astral. Und zwar brauche ich dieses Starlichtsammler. Habe ich Aquamarin? Ach, das muss ich alles oben machen. Mensch, das muss ich alles oben machen. Da muss ich mir eine Kiste hochlegen mit meinem ganzen Material. Mit Aquamarin und so weiter. Eieieiei, damit habe ich wieder nicht gerechnet, obwohl ich es gerade angesprochen habe. Das war zu viel. Ein Stack reicht. Ja, ich dachte, es geht hier flotter, aber ich habe nicht aufgepasst. Deswegen machen wir hier mal ein paar so Dinger und noch ein paar so Pillars. Und ich mache trotzdem noch ein paar so normale EMC-Marbles. Springen wieder hoch. So. Gut, aber das Blöde ist, das Rezept habe ich nicht im Kopf. Ne? Das heißt Pillar, Pillar, Pillar und ein Starlight. Ne, ich muss erst das andere Ding bauen. Das hier. Zwei Runed Marble, die habe ich wieder natürlich nicht. Ich mache mal gleich, wisst ihr was, ich mache gleich mal 4 Stück. Ich mache 4 so Teile. Ich weiß aber nicht, ob ich 4 machen kann. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann Chiseled Marmor habe ich jetzt auch hier irgendwo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ich merke mir nie was, wisst ihr. Rock Crystal. Und unten noch ein Aquamarin. Dann Rock Crystal da rein. Und unten war. So, jetzt mal schauen, was er macht. Okay. Habe ich entweder das Rezept falsch oder er macht wirklich nur eins. Oder der Rock Crystal passt nicht. Da muss ich jetzt echt mal nachschauen. Rock Crystal, ganz normal. Chiseled Marble. Der will wahrscheinlich genau diesen Stein haben, kann das sein? Dann chiseln wir den eben mal hier, so wie er das möchte. Wenn ich ihn denn gleich sehe. Dann nehmen wir den und probieren es jetzt mal. Ah, okay, das ist genau dieser Stein, den er braucht. Ja, das kann ich jetzt ziemlich flott machen. Dann würde ich nämlich hier um den Altar rum, beziehungsweise, ja, hier. Was fehlt denn jetzt? Achso, mir fehlt ein, okay, Rock Crystal fehlt mir. Dann muss ich hier noch ein bisschen Rock Crystal schlagen. Ja, ist doch schön. Schön, wie das funktioniert. Die haben alle verschiedene Stärken, sehe ich gerade. 205. Okay, ich mache jetzt mal nur 3, weil da ist ja mein Aufgang. So. Jetzt bräuchte ich einen Eimer. Den habe ich da, aber mit Wasser. Das ist natürlich wieder total übel. Wasser. Ich hole mir mal hier ein paar Eimer. 5 Stück, ich nehme mal 3 Stück mit. Das schmeiße ich rein, das schmeiße ich rein. So. Und dann gehe ich wieder hoch und warte, bis ich hier. Okay, hier tut sich nichts. Muss ich schnell mal nachlesen. Used for collecting liquid starlight. Ich lasse mich mal probieren, wenn ich das Aquamarin da reinlege. Genau, das, so war das. Ich muss dieses Aquamarin, wie heißt das? Ja, Aquamarin reinlegen und dann baut sich hier Sternenlicht auf. Das dauert ziemlich lange. Ja. Und weil es so lange dauert, schaue ich mal spektral. Okay. Dann muss ich machen einen Eimer. Den brauche ich dann hier, die Säulen. Okay. Und für den brauche ich dann wieder. Zweimal, einmal. Das habe ich auch da. Allerdings kann ich die nicht so einfach bauen, denn in Astral sagt er mir. Komm, schick dich mal hier. Ja, warte mal, jetzt bin ich bei dem hier. Das ist der einfache.
Und wo ist jetzt der andere? Moment, jetzt muss ich erstmal den anderen Strang finden. Hier unten bin ich, hoffe ich bin da richtig. Genau, war ich ja jetzt quasi dann. Das habe ich jetzt gebaut. Das heißt, diesen muss ich bauen. Und ich glaube, der braucht eine gewisse Grundstruktur. Genau, diese brauche ich nämlich hier. Das bedeutet, ich müsste mir. Nee, das ist der Altar, der so funktioniert. Starlight Crafting Altar. Wie heißt denn meiner? Starlight Crafting Altar. You will need more than just the altar. Genau. You need a multi-block-Struktur, that Astrodam. Genau, das war das im Buch. Das, was er mir gesagt hat. 9, also Preis über so eine größere Plattform da oben. Ich denke, ich werde mir die dann mal aufbauen, die Materialien mal mitnehmen, Marble Pillar, also genau das, was er mir da sagt, nehme ich mit hoch und dann baue ich die mit euch zusammen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Bis gleich. So, ich habe mich mal wieder nach oben teleportiert, denn die Materialien habe ich jetzt alle da. Ich fülle hier nur noch schnell mal auf, weil die Eimerchen oder die Becken, sagen wir mal so, die werden voll. Und einmal nehme ich mir, wie habe ich hier 1,6, 1,1, 1,6. Ich nehme mal hier einmal raus. Den brauche ich ja sowieso. Gut, ich würde jetzt das hier alles mal so stehen lassen. Das Einzige, was ich wahrscheinlich wegbauen muss, ist mein Elevator. Und der steht wahrscheinlich im Weg. Deswegen würde ich jetzt ganz einfach mal ob der im Weg steht, ist eine zweite Frage, ne? Also, wie viel habe ich denn da? 4. In der Mitte habe ich ein 5er Feld. Ich habe ja insgesamt 21. Ring habe ich an. Dann machen wir das mal so. Jetzt hoffe ich mal, dass ich die Struktur hinbekomme. So, und dann geht's quasi 1, 2, 3 außenrum. 1, 2, 3 außenrum. Müsste dann so hinhauen. Wie schon gesagt, beim Elevator, ich glaube, den werde ich sicherheitshalber mal wegbauen. Und schauen, was kommt denn da für ein Block rein? Brick. Ja, wahrscheinlich muss ich das so machen. Bin ich jetzt erschrocken, Junge. Du gehst also kaputt. Ja klar, müssen ja irgendwann mal kaputt gehen und da muss ich schauen, wie ich das rausbekomme. Das muss ich irgendwie ableiten. Irgendwie. Da muss ich mal schauen, ob ich da unten was anbringen kann. So, die sind schon mal aufgegangen. Als nächstes komplett außenrum bis in den Ecken. Bis hier in den Ecken. Da kommt das hin. Bin ich noch froh, dass ich vorhin so eine große Plattform schon gebaut habe. So. Wobei froh, ich muss wieder alles abklopfen. Das muss auch weg. Denn da muss das rein. So, 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 so. Machen wir es mal hier genauso. Jetzt geht das unten drunter. Ja. Ich habe jetzt extra mal nicht geduckt, weil sonst fallen mir meine ganzen Steine runter. Und das wollte ich jetzt nicht. Deswegen mache ich das jetzt mal hier. Und hier. Achso, schön, schönen Stein vergessen. 1, 2, 1. Genau, das geht auf. So, jetzt habe ich noch übrig die außenrum. Die Arches. Die Arches außenrum. Jetzt regnet es hier oben. Leute, ich bin so hoch und ihr lasst es regnen. Soll ich mir jetzt hier oben auch noch einen Tenshu raufstellen oder wie? Da geht mir extra wegen der Sonne entgegen. Und dann regnet es und regnet es. So, jetzt habe ich aber alles gebaut, ne? Nein, mir fehlen jetzt noch die Säulen hier.
Adresse will ich nicht dazu haben. Säule, Säule und dann das oben drauf. Ja, ich sollte doch. Ah ja, doch, soll ich machen. 4 Stück. Also 1, 1, 1. 1, das ist natürlich genau da, wo mein Licht ist. Chiseled Marble. Chiseled Marble ist dasselbe hier. Achso, ich weiß, warum ich die hatte, weil ich mir den Altar ja bauen wollte. Da brauche ich die. Genau. So. Jetzt muss ich aber wieder mal für Beleuchtung sorgen, weil das ist natürlich wieder jetzt. Das war falsch. Ich hoffe, das stört jetzt nicht hier oben drauf, das Licht. Okay, dann sagt er mit der Wand. Also, ja, dann soll ich den Altar in die Mitte setzen. So, dazu muss ich den aber erstmal bauen. Diesen anderen Altar. Und der geht Säulen, Säulen, zwei chiselt und oben ein. Also das kann erstmal raus. Dann habe ich 4 so Säulen. Zweimal das Teil. Ein Eimer und oben den Rockcrystal. Also ein Rockcrystal und den Eimer hier rein. Jetzt komischerweise, es regnet. Wenn ich in den Altar schaue, bin ich jetzt kurz vor dem Strich. Jetzt würde ich gerne mal den Regen ausscheiden. Halt, hier bist du. Und direkt mal schauen, was das ausmacht. Nix. Gar nichts macht das aus. Also es ist vollkommen egal, ob es regnet oder nicht. Es geht auch so. Oh, da passt was nicht. Da passt was nicht. Da passt was nicht. Marble Pillar. Chiseled Marble. Liquid Starlight. Rock Crystal. Ey, braucht er bestimmtes Licht? Wo sehe ich denn das? Ach, nur in der Nacht geht das. Okay, Upgrade, Alter, du nächste. Okay, es geht nur in der Nacht. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Würde ich sagen, ich schöpfe mir da noch ein bisschen Starlight ab. Und hier, weil die beiden sind eh voll. Dann mache ich mir einen Tank. Dann baue ich mir wieder so einen Black Hole Tank, weil ich finde die einfach klasse. Tank. Oh, weiß jetzt nicht, ob ich noch Maschinencasing habe. Doch, habe ich noch. Dann würde ich direkt mal sagen, ich will es einfach mal gleich ausprobieren, ob man das abpumpen kann. Dieses Starlight Metal. Fluid Conduit. Ich nehme gleich mal das bessere. Habe ich noch was drin? Autsch, was fehlt mir da? Und wenn ich das hier nehme? Okay, das geht. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Werden wir jetzt gleich testen. Aber von unten kann ich hier nicht ran, weil die Struktur hier sein muss. Ich, wisst ihr was, ich teste das jetzt direkt mal hier. Ah, ich kann es nicht anschließen. Ah, ouch, ouch, ouch. Okay, dann schlage ich das hier nochmal raus. Und schauen wir, ob es hier geht. Ah, das schaut aus, als wenn es sich verbindet, oder? Ich muss mal hier mir ein bisschen Hilfe holen und ein bisschen hier runterkrabbeln. Oh, hat er gleich zwei untereinander gemacht. Auch nicht schlecht. Wird es jetzt dunkel? Okay, ich muss gleich meine Zeremonie weitermachen. Aber ich will mal da schnell unten drunter gehen. Okay, mach mal hin hier. Dachte, es geht. Nach unten wird es gehen. Ich probiere es jetzt aber nicht aus, weil jetzt haben wir gerade Nacht und ich würde gern hier. Oh Gott, wo ist mein Steinchen hin? Mein Steinchen ist weg. Schnell einen bauen. Das probiere ich dann aus, wenn ich den anderen Altar hergestellt habe. Und da muss ich hier ein Licht machen. So. Habe ich jetzt? Oh, voll bis oben hin. Also das muss ja dicke reichen. Wieso will er das nicht haben? Hier, Rock, Chiseled Marble. Marble, Chiseled Marble, Marble Pillar, Liquid, Rock, Crystal. During Nighttime.
Abkürze Alter oder Next hier. Oder muss ich warten, bis der Mond oben ist? Ah, nee, geht. Mal schauen, was der hier wegsnackt. Die Animation ist natürlich auch toll, ne? Also muss ich schon warten, bis der Mond ein bisschen höher steht. Oh, der braucht aber ganz schön. Tada! Ja, jetzt habe ich viel mehr Felder und ich habe jetzt hier auch alles rot, weil es gerade dunkel ist. Ah, jetzt habe ich das hier freigeschalten da oben. Seht ihr das? Attune. Gott, kann man ja so viele Sachen machen hier. Mich interessiert aber jetzt erstmal nur der Altar da unten. Zweimal Stardust. Ich baue das direkt einmal hier rein. Zweimal Stardust, weil noch bin ich in der Nacht. Den Eimer nehme ich raus. Wahrscheinlich brauche ich hier einen. Dann waren die beiden da unten. Dann benötige ich mal eine schnell Pillars. So. Und ich muss das mal anders machen. Astral. Und zwar brauche ich ja jetzt diesen hier. Zwei Aquamarin, zweimal chiselt, zweimal chiselt. Okay. Dann können die weg. Oder da oben rein. Ich weiß jetzt, ich habe es nicht aufgepasst. Da können die beiden rein. Dann einmal so. Wo ist er, mein Altar? Zwei Aquamarin, zwei Chiselt, ein Rockkristall. Rockkristall habe ich wieder keinen. Gott, das ist diese Hektik immer. Ich mag keine Hektik. Wenn du gescheit vorbereitet gewesen wärst, würde es nicht passieren. Ja, ich weiß. Gott, dann mal ihr zwei weg. Das so. Das. Ich merke mir das nicht, Leute. Ich bin einfach zu blöd. Unten drunter. Zwei Chiselt, einmal eins da unten rein. Das kommt da rein. Und dann noch die beiden. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Genau umgekehrt. So, schauen wir mal, ob es jetzt geht noch. Ah, okay, das will er nicht. Dann braucht er wahrscheinlich auch ein besonderes Setup. Ah, Watch, okay. Okay, na, dann muss ich das auch noch vorbereiten. Aber wie lange haben wir denn schon? Wir haben schon 42 Minuten. Ne, wisst ihr was, Leute? Ich habe ein paar Ziele erreicht hier mit Astral Sorcery. Mir gefällt auch wirklich war dieses Weiß, dieses Blau, das passt alles super gut zusammen. Ich werde mir jetzt aus dem Buch hier die Materialien da mal zusammen craften. Ne, das muss doch gehen hier, Leute. Das muss doch gehen. Ich habe doch hier alles gemacht. Geh doch mal hier, wechsel doch mal in die Ansicht. Ich muss jetzt mal noch kurz was schauen, bevor ich die Folge beende. Nicht verende, sondern beende. Wie viel Licht brauchen wir? Crafting above average, may only during nighttime upgrade altar to the next year. Ich bin doch in der Nacht, Leute. Zwei Stardust, Aquamarine, unten habe ich die beiden. Oder habe ich unten die falschen? Ja, ich habe da unten die falschen drin. Vielleicht habe ich noch Glück. Was läuft falsch? Chiseled, Pillar, Rock Crystal, Chiseled, Pillar, Star Metal, Rock Crystal. Irgendwas mager nicht, oder meine Struktur passt nicht. Ach, vielleicht mag er die Eimer nicht, dass die Eimer hier stehen. Oder muss ich das mal hier aktivieren? Okay, also ich habe ein Problem hier mit meiner Struktur anscheinend. Ich versuche die Lösung zu finden bis zur nächsten Folge. Sollte aber nicht allzu lange dauern. Also danke fürs Zuschauen.